Nüchtern betrachtet ist Tom Sawyer, Huckleberry Finn Weltliteratur. Die Jungs waren die Vorbilder, die man hatte als Kind. Die waren irgendwie freier, wilder, als man selber sein durfte. Und irgendwie, ich habe auf den Corpus Adam geguckt als Kind und nicht auf den Mississippi. Da vorne ist Jackson Island. Alle Mann an Deck! Ei, Captain! Bereit machen zum Entern! Wenn man hier so eine Zeit verbringt, dann denkt man darüber nach, wie es gewesen wäre, wenn man damals gelebt hätte und nicht heute. Guten Morgen, Reverend Spray. Guten Morgen, Miss Polly. Haben Sie Tom gesehen? In meiner Kirche schon lange nicht mehr. Und danke. Gut. Ich glaube, die Zeiten waren damals auf jeden Fall härter. Und oh nein, oh nein. Oh. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Nein, danke, das geht schon. Noch nicht alle Träume waren zu Ende geträumt. Die Zukunft war ein Versprechen auf bessere Zeiten. Also ich hätte unheimlich gern, weil ich auch, man hätte auch so viel entdecken können. Also ich wünsche mir ganz oft, dass ich früher gelebt hätte. Sieh mal, der Dampfer. Man sieht halt immer sowas nur in Filmen. Da ist man so, boah, krass, da würde ich auch gern mal hin in so eine Stadt. Und jetzt ist man hier im Real Life. Und so ein Set wie dieses hier, das lässt einen wirklich in so eine andere Welt, in eine andere Zeit abtauchen. Wir schlüpfen alle in unsere Kostüme und dann läufst du in der Western-Kulisse durch die Seiten eines Buches, was wir alle als Kind gelesen haben. Und geh weiter. Das ist nur für Weiße. Und danke. Man taucht in so eine Welt ein und will so die Tür aufmachen und da ist gar keiner. So, das ist so Geisterstadt. Mr. Lawyer! Mr. Lawyer! Keiner da. Keiner da. Alles Kulisse. Alles nicht echt. Ja, die Häuser sind meistens einfach gebaut, also aus Stein und Holz. Ich kann das auch. Ich zeig's dir. Kannst du nicht. Und wie ich das kann? Beweis es dir. Du kriegst meinen Apfel. Also in Tom Sawyer werden natürlich für Kinder große Themen verhandelt. Der Lebensmut, die Treue, die Gewitztheit, mit der man durchs Leben gehen muss. Kann ich auch mal streichen? Wenn du mir ein Schwert gibst? Tom, du musst uns auch malen lassen. Bei so einem Klassiker mitwirken zu dürfen, das ist natürlich nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine große Ehre. Das ist ein tolles Projekt. Bin ich sehr, sehr froh, dabei sein zu können. Aufhören! Aufhören! Schiedsrichter! Schluss jetzt!